Moin, wir haben wieder ein Lifehack und ich war erstmal ein bisschen perplex, aber ich gucke es mir jetzt nochmal an. Es geht darum, dass wir das Bohrfutter von der Maschine lösen. Und da haben wir erstmal ein anderes Problem, weil bei den meisten Maschinen ist eine unheilige Schraube in der Mitte. Und zwar haben wir eine Kreuzschlitzschraube, die wir sowieso erstmal lösen müssten, bevor wir das Bohrfutter abgedreht bekommen. Wir können auch mal eine Reparatur nachfragen, wie die das da machen sollen. Und schrauben den komplett auf. Schlitzschraube, also richtig unheilig. Das kannst du vergessen. Ganz ehrlich, also ich glaube zu wissen, dass diese Bohrfutter mit einem Linksgewinde draufgeschraubt sind. Ich frage nochmal einen Kollegen, die das machen. Yo, kurze Frage. Kurze Antwort. Makita Bohrfutter abschrauben, das ist doch ein Linksgewinde. Das heißt, ich muss rechts rumdrehen, um es abzunehmen, genau. Ne? Ja, da gibt es ja solche Abzieher eigentlich. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Also, ihr habt gehört, man braucht spezielle Abzieher dafür. Kann funktionieren. 2 von 10 Punkten. Ciao.